Keine Schiffs-, sondern eine Haustaufe lockte viele Sonnensteiner an die Remscheider Straße. Im Blickpunkt das 17-geschossige Hochhaus, das ab sofort den Namen Haus Pfaffenstein trägt. Wir wollen natürlich, dass sich unsere Mieter auch mit ihren Häusern identifizieren können. Und eine Adresse, eine postalische Adresse ist das eine, aber es bringt ja nicht viel zum Ausdruck. Und so haben wir immer wieder überlegt, bestimmte Namen zu finden für diese Häuser. Und so haben wir vor einiger Zeit schon mal in Kopitz ein Quartier Lindenstraße getauft, dann im letzten Jahr das Quartier am Feldrhein hier auf dem Sonnenstein und jetzt das Haus Pfaffenstein. Und für die Bewohner ist es natürlich schöner zu sagen, ich wohne im Haus Pfaffenstein. Der Namensgebung vorausgegangen war eine Umfrage unter den Pirnaern. Mehr als 200 Einwohner beteiligten sich. Am Ende musste eine Jury entscheiden. Es war überwältigend, kann man wirklich sagen, die Beteiligung der Sonnensteiner mit fast 300 Namensvorschlägen, ausführliche Begründungen, warum sich der eine Name besser eignet als der andere und teilweise auch 4 oder 5 Vorschläge oder ähnliches. Also man sieht einfach, die Sonnensteiner identifizieren sich mit ihrem Stadtteil und genau so eine Namensgebung führt noch mehr dazu, dass dieses Gefühl noch gesteigert wird. Man fühlt sich wohl. Wir stehen hier ja auch gerade auf den Grünanlagen direkt im Umfeld. Also der Sonnenstein wird mehr und mehr ein sehr, sehr lebenswerter Stadtteil und die Bevölkerung fühlt sich wohl. Der Namensvorschlag Haus Pfaffenstein kam von der Sonnensteinerin Erika Jeppelt. Jetzt steht er mit großen Buchstaben am Haus der Remscheider Straße 2a. Die Idee der Namensgebung kommt bei den Sonnensteinern gut an. Das finde ich klasse. Ja, ich habe auch Eingaben gemacht. Ich habe auch 4 Vorschläge gebracht. Alles zum Beispiel gewählt nach Himmelsrichtung. Untere Hochhaus Nord, mittlere Hochhaus Mitte. Das hier hatte ich prämiert für Hochhaus Süd. Und das fordere ich hoch aus Ost. Aber leider, ja gut, aber normalerweise eine wunderbare Lösung. Die städtische Wohnungsgesellschaft Pirna möchte die Idee der Namensgebung weiterführen. Insgesamt gibt es auf dem Sonnenstein 4 Hochhäuser und jedes von ihnen soll künftig einen Namen tragen. Wir haben vor einiger Zeit mal ein Panoramabild vom Sonnenstein anfertigen lassen, wo man quasi mal die gesamte Umgebung sehen kann und haben dieses von einem Sonnensteiner, dem Herrn Brause, der sich also sehr gut auskennt, beschriften lassen. Und da sieht man also die Berge der Sächsischen Schweiz nebeneinander liegen. Und wenn man mal von einem unserer Hochhäuser in die Sächsische Schweiz schaut, da sieht man am Horizont 5 Berge, die sich da abheben. Das ist der Pfaffenstein, der Königstein, der Lienstein und der kleine und der große Bernstein. Und da wir auf dem Sonnenstein 4 Hochhäuser haben, haben wir gesagt, okay, wir nennen diese nach den Bergen. Und Haus Kleiner Bernstein wäre etwas kompliziert. Und so haben wir gesagt, wir fassen die Bernsteine zusammen und nennen das 4. Haus Haus Bernsteine. 434 Meter ist der Pfaffenstein hoch. Markant ragt er empor, so wie die Hochhäuser auf dem Sonnenstein. Und von beiden Orten genießt man einen Panoramaausblick.